Guten Abend. Wir würden dann gerne mit der offiziellen Pressekonferenz zum heutigen 24. Spieltag beginnen. Wir haben ein Ergebnis, der TV Hüttenberg gewinnt mit 30:25 gegen den Wilhelmshavener HV. Zur Halbzeit haben wir mit 16:12 geführt. Als offizielle Zuschauerzahl bedanken wir uns bei 1115 Zuschauern. Die Presse hat auch einen Mann des Spiels gewählt, das ist linksaußen Christian Rumpf. Bester Werfer bei uns war Markus Stegefeld mit 7 Toren, bei unseren Gästen Bausch Kornitz mit 6. Ich darf für Fürth begrüßen Gästetrainer Christian Körmann, unseren Trainer Imerke Kagic und vor der Mannschaft ist Dylan Morensen hier. Wir hören jetzt die Trainerstatements rein, da hat jemand zuerst der Gast das Wort. Ja, hallo erstmal und herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zum verdienten Sieg, auch in der Höhe. Und warum verdient? Weil wir heute es nicht so hinbekommen haben, die Freien reinzumachen. Wir haben 30 Meter verworfen, 8 von der 6-Meter-Linie. Zeichnet natürlich auch euer Torhüter aus, der genau in diesen Phasen dann die Bälle gehalten hat. In der ersten Halbzeit konnten wir da nicht mithalten, das heißt die Sicherheit und Aggressivität in der Abwehr, beziehungsweise dann auch die Torhüterleistung, das fehlte in der ersten Halbzeit, deswegen auch der Pausenrückstand. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine super Torhüterleistung mit Angelo, freut mich, dass er jetzt auch angekommen ist, nachdem er die ersten zwei Spiele nicht zum Zuge gekommen ist. Ich habe da kein Problem mit, weil Dennis Hohen da Riesenspiele gemacht hat, aber nichtsdestotrotz auch er ist angekommen, er hat uns heute geholfen in der zweiten Halbzeit und für uns heißt es natürlich in Hüttenberg, da muss alles passen, um hier Punkte mitzunehmen. Aber es passte leider nicht. Situation frei vorm Tor, gerade wenn man so dran ist im Spiel, das Spiel kippen kann, die muss man dann versenken, da muss man ein bisschen erfahrener werden oder auch einfach sich die Klasse noch erarbeiten. Ansonsten für uns heißt das hier Klassenerhalt. Auch da geht es jetzt nächste Woche gegen Hagen für uns. Wir wollen den Abstand verkürzen, gerade zu Hagen. Und so ein Klassenerhaltskampf ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und da geht es jedes Wochenende wieder neu los. Wir greifen da wieder an und dann werden wir es auch schaffen. Danke. Ihr habt ein super Spiel in einem Stadion gemacht letzte Woche. Den Sprung wollt ihr da heute wieder mitnehmen. Ist euch das gelungen? Ja, schönen guten Abend zuerst. Danke für die Glückwünsche. Ja, ich denke ja. Also, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Zu Beginn war es ein offener Schlagabtausch, wo ich dachte, oh, okay, 40, 39 oder wird viele Tore, aber zum Glück haben wir uns ein bisschen gefangen. Ein paar bessere Aktionen in Abwehr gehabt, ein paar Paraden gehabt. Ich muss einfach ein riesen Kompliment an die Jungs machen. Die haben das super gemacht. Ich muss, hier steht Dilo neben mir. Ich muss ein riesen Kompliment an Dilo machen, der heute meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und Ragnar mehr als vertreten hat. Und von daher Glückwunsch an ihn auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte riesen Respekt vor Wilhelmshaven, weil ich finde, dass sie eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Ich finde, dass sie sich auch super verstärkt haben jetzt in der Pause. Und wenn man das Spiel gegen Norman gesehen hat, hat man schon gesehen, welche Klasse da ist, wenn ein wenig Glück da ist, wenn Torwart super Partie macht. Und deswegen war das heute umso wichtiger, dass wir hellwach waren, dass wir fokussiert waren und das haben wir gut gemacht. Und daher muss ich meine Mannschaft wirklich ein riesen Kompliment aussprechen für dieses Spiel. Also in unseren Gegner. Alles Gute. Ich glaube wirklich, bin ich überzeugt, dass ihr Mannschaft habt, um euer Ziel zu erreichen. Und wie du gesagt hast, es ist nicht ein Spiel, sondern es sind noch viele Spiele da, da wird noch viel passieren. Wir müssen auch vor uns gucken und zusehen, dass wir nachlegen. Jetzt haben wir die nächste Gelegenheit in Coburg ohne Druck dahin zu fahren und dort zu versuchen, uns für die Hinspielen in der Waage zu revanchieren und dann haben wir das nächste Spiel dann auch hier zu Hause, wo wir hoffentlich einfach diesen Lauf jetzt nach Heimstetten auch nach heute fortsetzen können und ein bisschen besser spielen können. Vielen Dank. Danke, Emil. Guido, du hattest heute eine Menge Verantwortung durch die Verletzung von Ragnar Johansson. Vielleicht willst du uns da ein paar Impressionen geben von deinen Gefühlen heute. Dilo, you had a lot of responsibility today because of the injury of your team colleague Ragnar Johansson.
Maybe you will give us an impression about your feelings today. Yeah, first of all, I would say hello, everybody. Gure. For me, I wanted just to do the best for what I can to help the team. And most important, I think the guys did really great in the defense, the goalkeepers, everybody. So that's the main reason why we win today. We were hot like rabbits, so we wanted just to win the game, that's all. Thank you. Für die Presse besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es welche? Gut, dann noch der Hinweis: nächstes Heimspiel am 16. März hier gegen Eintracht Hagen um 19:30 Uhr. Bis dann. Schönen Abend.